Hallo ihr da draußen, heute gibt es wieder ein Unpacking-Video von mir. Und zwar habe ich zum allerersten Mal bei Avel bestellt und was soll ich sagen, das hatte einen bestimmten Grund. Und dieser Grund ist sehr untypisch für mich, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wir fangen jetzt mal an und mal schauen, wie dieser Grund dann jetzt so aussieht. Und wie das dann so ist, es bleibt ja dann nicht nur bei diesem Buch. Und ja, dann bestellt man sich mehr, bis man Versandkosten frei hat. Ne? Und dann zeigt es dann an, ja, nur noch so und so viel Euro, bis man noch ein Buch gratis bekommt. Und dann, ich bin ja dann immer so eine, die darauf hineinfällt. Und ja, machen wir das schnell auf. Hier. Mal die Rechnung hier rausholen. Irgendwie. Die brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen schnell auf. Schnell aufzumachen hier. Und dann schauen wir mal rein, was dieses Paket zu bieten hat. Also es ist schon, es ist schwer. Also kompakt, kompakt. Und es waren schon ein paar Bücher. Also bei Avel, ne, da gibt es Menge Exemplare und Restauflagen und solches Gedönse. Und ich sehe schon den eigentlichen Grund, warum ich bestellt habe. Und aber fangen wir jetzt mit den restlichen Büchern an, die ich bestellt hatte. Und zwar das. Das war, glaube ich, bestimmt im, unten mit. Als das könnte Ihnen auch gefallen, so ungefähr. Und zwar von Rose Tremaine, Die Farbe der Träume aus dem Insel-Taschenbuchverlag. Und keine Ahnung, es hat jedenfalls Menge Exemplar, Stimme drauf. Und darum, Harriet wandert mit ihrem Mann im 19. Jahrhundert nach England, von England nach Neuseeland aus und ja. Goldfieber bricht dann dort aus. Habe ich doch gerade erst gelesen irgendwie. Und ja, irgendwie fällt ihr dann alles auf den Kopf und sie setzt ihren eigenen Traum um. Einen Freiheitsdrang. Ja, ne? Ist aber schon ein bisschen eng geschrieben, aber das weiß man ja vorher nie, wie das jetzt geschrieben wurde. Wie das der Schriftsatz ist, aber das sieht ja schon dort. Ich finde, das Cover sieht schon schön aus. Und ein kleiner historischer Roman geht ja eigentlich immer. Hat 455 Seiten. In Ordnung. Das sieht auch noch gut aus. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt einen Mängelexemplarstempel hat. Okay, ein paar Seiten sind vielleicht ein bisschen ein, aber das. Jo. Dann hatte ich ja ein Jahreshighlight letztes Jahr und zwar von Roy Jacobsen, die In jenen hellen Nächten. Und ich fand ja den Schreibstil so toll. Und da habe ich mal geschaut bei Avel, ob es vielleicht noch etwas anderes gibt von Roy Jacobsen. Und es gab noch was anderes von Roy Jacobsen. Und da habe ich das natürlich mitgenommen. Ne? Ich kann auch jetzt keine Preise mehr sagen, aber so inzwischen immer zwischen 3 und 4 Euro. So. Und zwar habe ich da von Roy Jacobsen Das Sommer, in dem Linda schwimmen lernte. Auch aus dem Inseltaschenbuchverlag. Hat auch ein Mängelexemplarstempel drauf. Warum auch immer. Und da taucht die Halbschwester auf. Familienroman. Also der 10-jährige Finn lebt mit seiner Mutter in Oslo und eines Tages steht seine Halbschwester vor der Tür. Seine kleine Halbschwester Linda. Und darum geht es wahrscheinlich, um den Zusammenhalt. Ich erwarte ja ziemlich viel dann davon, ne? Vor allem von dem Schreibstil. Dieser so klare, unaufgeregte Schreibstil.
Da bin ich schon gespannt. Und dann gab es noch ein Roy Jakobsen Buch. Muss natürlich dann auch mit. Und zwar ist es das, sogar Hardcover, auch eine Menge Exemplar, ne, wie eigentlich alle hier, aber macht ja bei mir nichts zu viel. Und zwar ist das Die Farbe der Reue von Roy Jakobsen. Da geht es um einen Vater und eine Tochter. Ja, zwischen Ablehnung und Annäherung. Das klingt ja schon wieder so familienmäßig, aber das ist aber echt enger geschrieben, ne? Aber Roy Jakobsen könnte mein zweitliebster Lieblingsautor werden, ungefähr. Aber das war's jetzt. Und dann hatte ich ja noch ein Jahreshighlight letztes Jahr. Und zwar war das Mädchenmeute von Kirsten Fuchs. Und da habe ich auch nochmal geschaut, was da auf bei Avell gibt. Vielleicht irgendwas. Naja, eigentlich bei Avell sind ja mehr so neuere Sachen drin, oder? Irgendwie, oder so Unbekannte, die niemand lesen will. Oder ja, lesen will schon irgendjemand, aber die irgendwo liegen geblieben sind. Und aber ich habe ein Kirsten Fuchs Buch gefunden. Und es hatte auch ziemlich gute Kritiken bei Amazon. Oh, sogar noch eingeschweißt. Kein Stempel drauf. Ich glaube, das war aber auch eine Restauflage irgendwie. Und zwar Heiler, Heiler von Kirsten Fuchs. Das sieht so aus. Hardcover sieht sehr schön aus, oder? Ja, da geht es ums Erwachsenwerden jenseits der 30 mit Liebeskummer, Lebenslust und einer bedrohlichen Krankheit. Ich muss sagen, bei Krankheit hört es ja bei mir schon wieder auf. Aber irgendwie möchte ich noch was anderes lesen für den Kirsten Fuchs und das ist es nun geworden. Auch weil man davon auch wenig auf Rebuy findet, von solchen wirklich individuellen Autoren. Dann hatte ich noch eins, da bin ich dran, die Sammlungen zu vervollständigen. Da fehlt mir jetzt nur noch der dritte Teil und dann lese ich es wahrscheinlich auch. Uah, das ist eine Menge Exemplar. Und zwar ist es von Catherine Pancol, Der langsame Walzer der Schildkröten. Und zwar ist das die Fortsetzung zu Die gelben Augen der Krokodile. Das sind wirkliche Wälzer, aber soll richtig gut sein. Hat auch einen Strich hinten drauf, aber sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, keine Ahnung, worum es da geht, aber es ist der zweite Teil und den ersten habe ich schon hier. Jetzt fehlt nur noch der dritte Teil. Irgendwie brauche ich erst so die Reihen, bevor ich sie lese. Oder dass ich sicher bin, dass es auch den letzten Teil gibt. Weil ich ehrlich gesagt nicht mehr so die Lust habe, irgendwelche Reihen dann irgendwann später fortzusetzen. Weil ich dann eh nicht mehr weiß, worum es dann in den vorhergehenden Büchern geht. Deshalb graust mir auch davor, Diana Gabaldon, die Highland-Saga Outlander, weiterzulesen. Weil ich Angst habe, da nicht mehr mitzukommen. Und da kommen ja noch ein paar Teile. Ne? Die ersten habe ich ja wirklich in einem Rutsch gelesen und war dann wirklich drin. Und da hatte ich ja manchmal schon meine Probleme, weil da echt zu viel Stoff drin ist. Und dann war natürlich dieses Gratis-Buch noch, das man sich auswählen konnte und so paar. Und zwar, das hat Löcher hinten drin. Und zwar ist es von Anna Gavalda, Zusammen ist man weniger allein. Davon gibt es auch einen Film mittlerweile irgendwie. Das sieht aber aus. Das ist super, das ist dreckig. Hat hier hinten auch solche Löcher. Wirkliche Löcher. Das geht auch noch. Okay, das geht wirklich noch hier. Wie kann man sowas machen? Das geht wirklich noch bis hier. Noch wirklich in den Text rein. Das finde ich echt schade jetzt. Aber deshalb war es wahrscheinlich dann gratis dazu, ne? Was die auch dann so nicht mehr loskriegen. Und das ist noch Zustand gut. Naja. Darum geht es um irgendeine WG in Frankreich, in Paris. Irgendwie so.
Das ist schon traurig, das ist so dreckig. Das gefällt mir jetzt nicht. Wenn hier unten eine Stempelmenge-Exemplar drauf gestanden hätte, ach doch, hier oben. Preisreduziertes Menge-Exemplar hier oben. Dann, das geht ja noch. Aber wirklich so dreckig und dann noch hier hinten drauf. Okay, es war kostenlos dazu, aber naja. So, kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Grund für diese Bestellung. Und zwar war das am Wochenende, da hatte ich frühestens, habe ich im Internet, nee, ich hatte ein Newsletter bekommen von Abel. Und da habe ich das gesehen. Und ich dachte so, nein. Und ich habe noch 8 Stunden lang überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Und dann habe ich es gemacht. Und wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe vor Jahren das ist eine Reihe. Und ich habe vor Jahren die ersten 2 oder 3 Bände der 5, wie auch immer das denn heißt, gelesen. Und zwar hatte ich die von meiner Nichte ausgeliehen. Und sie hat aber die Serie nicht weiter gekauft und nicht weiter gelesen. Und ich fand die aber gar nicht mal so schlecht vom Grundprinzip her und wollte auch, ja, ich habe halt oft dran gedacht, weiter zu lesen. Und die gab es immer bei Rebuy immer teuer oder gar nicht. Und ja. Und nun gab es die bei Avell für 15 Euro. Hier auch. Nee, haben keine Stempel drauf. Restauflage. Und zwar alle 5. Zustand sehr gut, steht sogar drauf. Und alle 5 Teile zusammen. Und da musste ich nun zuschlagen, oder? Und da habe ich nun die ersten und ich werde auch definitiv die ersten Teile noch mal lesen, weil ich so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, um was es geht. Also ich muss immer dran denken, noch so ist das nicht. Es gibt noch eine andere Serie und es passt ja nun jetzt überhaupt nicht in das Leseschema vom letzten Jahr. Und aber irgendwie zum Guilty Pleasure. Und zwar geht es um Dante Valentine. Kennt ihr das? Habt ihr alle Teile gelesen? Das würde mich mal echt interessieren, wer diese Serie kennt. Ich glaube, ich hoffe, es sind auch nur 5 Teile, oder? Und zwar ist von Lilith Sandcrow aus dem Lux Egmont Verlag. Und Dante Valentine ist eine Vampirjägerin. Also die Bücher kamen so damals in der Vampirzeit raus, aber sie ist eine Vampirjägerin. Sie kann auch ein bisschen Magie machen. Es ist schon in einer fremden Welt findet das statt. Also es ist keine Dystopie dann eigentlich. Es ist schon mehr Fantasy, oder? Und sie macht aber mit Lucifer, dem Teufel, geht sie irgendwie einen Pakt ein oder irgendwie muss sie was machen. Und dann kommt noch der Dämon Chathrimmel. Ein bisschen Liebe und so. Und ja, ne? Ich fand es gar nicht mal schlecht. Und zwar ist das der erste Teil Höllenritt. Dann gibt es noch Feuertaufe. Dann Höllenschlund. Das könnte sein, dass ich das noch gelesen habe. Dann Teufelsbraut. Und Sündenpfuhl. Keine Bücher, die ich jetzt eigentlich mehr lesen würde, aber ich finde die toll und die müssen und ich, eigentlich sind die leicht zu lesen. Wahrscheinlich sind auch schnell weggelesen. Und die sehen auch schön aus. Die sind eigentlich ziemlich einfach gehalten vom Buchrücken, aber ich finde die Covers sehen, haben auch was Schönes. Ja. Ich habe eigentlich keinen Platz mehr für Bücher, aber das musste jetzt doch sein. Und ja, das waren meine Bücher. Wie waren es denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
doch 11 Stück geworden. Mein Sub freut sich wie verrückt. Das war mein Unpacking von Avel. Ich bin zufrieden. Obwohl ich glaube, dass Avel nicht so mein Lieblingsshop wird. Weil dann doch die Bücher, die ich gerne haben möchte, nicht dort zu finden sind. Außer das jetzt natürlich. Und die anderen waren auch mehr so auf Krampf dann noch gefunden. Ne? Deshalb hatte ich auch von Roy Jakobsen und Kirsten Fuchs gesucht, weil ich da gerne noch was lesen möchte. Und ja, das war's. Es gibt, glaube ich, noch ein Neuzugänge-Video. Es sind noch ein paar andere Bücher bei mir eingezogen. Und dann, ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und Zuhören. Und ich hoffe, es hat jetzt geklappt mit dem Video, weil meine Kamera, da fehlt die SD-Karte, mein Freund hat alle Karten und ja, kann ich spontan nichts aufnehmen. Und ja, dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Buch. Tschüss!